So, da sind wir auch schon wieder. Messer funktioniert wieder und diesmal hock ich an der Steuerung. Und der Sack hat das Messer. Tja, so sieht's nun mal aus. Ja, ich habe das Spiel jetzt noch nicht gezockt, ne? Also ich, oh. Oh, oh, ein süß. Ekelhafter. Ist ja süß. Ein Geschirrer. Die können ausweichen. Er ist viel besser als ich. Wow, ist das geil! Ich klicke einfach so lange, bis ich treffe. Und er macht das auch noch gut. Na? Das Upgrade hat es, glaube ich, richtig gebracht hier für die Klinge. Ja, irgendwie so gut. Ey, aber ganz ehrlich. Das war cool. Alter. Aber ganz ehrlich, ich muss zugeben, das ist. Der hat ein Schild. Aber wenn ich. Alice kann feindlichen Attacken ausweichen. Ja, das wissen wir bereits. Ja, da ist noch ein Zahn. Ah. Alter. Alter! Wir sterben bald. Das weiß ich. Wieso kaputt machen eigentlich? Wieso kaputt machen? Irgendwie kann man dem ausweichen, oder? Also irgendwie sieht es für mich nicht aus, müsste ich den jetzt platt machen. Ach so, natürlich! Das soll ja Training sein für uns zum Ausweichen. Ich glaube, man kann den gar nicht platt machen. Ja, das wäre irgendwie sinnvoll. So, Moment mal, ich muss hier mal ein bisschen den Ton leiser drehen, weil irgendwie kriege ich hier gerade... Aha. Da kriegen wir wahrscheinlich später noch ein Dings. Ja, den kann man nur ausweichen. What the fuck? Was haben wir denn da oben? Hallo? Nichts, oh, dem geht's nicht mehr so gut, glaube ich. Achtung. Ich weiß. Okay. Lauf, kleiner Fennek, lauf! Und hüpf, kleiner Fennek. Da geht's gar nicht hoch. Oh, das ist traurig. Hä? Oh, kommt er nicht hoch. Das bringt zwar gar nichts, aber ich mach's trotzdem. So, ja, gerade überhitzt. Achtung, Achtung. Ich weiß. Du kannst woanders hochhüpfen. Wo? Da ich bin gerade etwas verwirrt. Ich auch. Hüpf mal irgendwie. Was haben wir denn da oben für einen? Du musst warten, bis der Dings rot ist. Sonst kannst du ihn nicht treffen. Den kann ich gar nicht beschießen. Ja. Aber wie gesagt, du solltest hinter dir vielleicht aufpassen. Ich glaube, ich sollte den vielleicht doch platt machen. Aber du musst ihm halt ausweichen. Ah, das ist der Trick. Was? Ah. Was? Was hast du getan? Du musst ihn erst zuschlagen lassen, weil der bleibt so stecken. Oh Mann. Siehst du? Ja. Gut, jetzt haben wir natürlich ordentlich Leben verloren, aber. Hallo hast du. Ja. Ich guck mal hier noch irgendwas kaputt machen kann. Wir brauchen wieder dringend hier ein paar. C. Ja. Ist ja super. Kommen wir da rein? Nein, nicht. Macht nichts. Aber da steht eine Teekanne. Das heißt, du kriegst bald eine Teekannenkanone. Nein, das darf nicht. Mist. Aber wo musst du hin? So, das ist die Frage, weil irgendwie zeigt er mir jetzt den hier an. Ja, aber es hat mir auch vorhin die ganze Zeit die Plattform angezeigt. Stimmt. Also, ich würde... Der macht dir ja nichts. Lass ihn doch einfach. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist ja, da, lauf mal da rum. Vielleicht kannst du irgendwo ich hin. Ich guck mal, ob ich den Typen da unten platt mache. Oh, Mann. Da ich guck mal, ob ich den Typen... Guck doch mal. Ja, ja, ja. Da kannst du hoch. Ja, da war ich ja schon. Oh, es ist ein anderer Weg. Sorry. Nee, ich glaube, ich muss den Typen da unten platt machen. Das wird jetzt halt ein riskantes Spiel, ne? Ich kann ja nicht mal runter. Irgendwie ist man aber nicht schneller mit dem Dings, mit dem Port. Nee, ich will nicht auf Eisball. Leb wohl. Die beiden, die sind schon irgendwie niedlich, die Dinger, ne? Ja, vor allem kopflos finde ich sie am besten. Ah, sieh einer an.
So geht es also. Ich fühle mich total verarscht. Guck, und das ist schon wieder diese Uhr. Stimmt, irgendwie. Heißt das vielleicht Spiel lädt oder beeil dich? Hm, wahrscheinlich. Ach, egal. Moment. Blumen. Die waren da vorher nicht, oder? Stimmt, ich glaube, jetzt, wo wir die Viecher erledigt haben hier. So. Hey, kann kaputt machen. Ich muss einfach mal. So, zur Sicherheit. Weil ich weiß ja nicht. Aha! Was sage ich denn? Was? Tiefer geht nicht. Zwei Herzen. Oh. Verirrt und keinen Schimmer wohin. Versuche es mit Schrumpfen, wenn du Pfeilchen siehst. Ach, die Pfeilchen, die Blumen, die überall sind. Das bedeutet, das sind so Hinweise. Oh. Ist man geschrumpft, wird der Schrumpfsinn verborgene Pfade und Hinweise enthüllen. Ah, okay. Krasser Scheiß. So. Ah. Es verschwindet dann wieder. Okay. Das heißt. Ja, die Steuerung ist krass, gell? Steuerung ist schwierig, ja. Oh, ich hasse das Rumgehexe. Ist da oben was drin, kannst nee? So rein. Kannst du aber rein. Na, ich weiß nicht. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber geil. Ich vertraue Mr. Dickens. Guck mal um. Das ist ultra geil. Das ist geil. Es ist ultra geil gemacht, ja. Ja. Tickern. Pass auf, da kommt was raus. Mir egal. Und es macht manchmal Herzen. Es hat Herzen gemacht. Wir haben wieder. Ja, da können wir rüberspringen, da können wir hoch. Und da können wir vielleicht noch eins kriegen. Alter Schwede, ist das geil. So schön. Richtig geil. Und das eine hat die Form von der Teekanne. So. Wir haben 6 Einzel. Stimmt, hast du recht. So. Okay. Das ist geil, du kannst Sachen abschießen. Seilbahn holen. Aber du musst doch erst irgendwo hin wegen dem Pilz. Ich weiß nicht, aber vielleicht kommt die ja jetzt trotzdem erstmal. Wie geil ist das denn? Okay. Das ist eine Teekanne. Hatcher Industries, okay. Der Hutmacher. So, und auf geht's. Moment, der Hutmacher ist unser Freund, richtig? Normalerweise sind die alle unsere Freunde. So erinnere ich sie. Ja. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Also ist Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Fall. Es geht um Wand. Und nun halte ein und den Mund, wie zu sagen. Typisch. Oh, Scheiße. Was zur Hölle? Wir sind gerade durch die Wand gebrochen. Irgendwie schon. Ich will auch durch die Wand. Oh, sie hat was Neues an. Oh, stimmt. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Du kannst ja keine Knochen brechen. Du kannst auch nicht bluten. Manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Okay. Auf dem Luftstrom kannst du Alice drehen. Okay. Drücke Leertaste zum Verlassen des Luftstroms. Okay. Also dort. Das Outfit sieht geil aus. Ja, Steampunk. Oder? Hat was von Steampunk. Ja. Guck, so. Jetzt ging's dreimal. Musst du im richtigen Moment drücken. Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat?
Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Ja, ein Glück, gell, wenn die so... Ah, ich halte den Mund. Ist schon gut. So, hier können wir wahrscheinlich wieder einen Luftstrom aktivieren, ne? Ja, aber macht sich drauf gefasst, dass da diese Insekten kommen. Wahrscheinlich, ja. Sieht so aus, als hätte der Hutmacher die vielleicht sogar gemacht. Ja. Die sind ja auch irgendwie aus Schrauben, ne? Ja. Es hieß ja immer, der Hutmacher hat was gegen. Ah. Bumpf, bumpf, bumpf. So, den haben wir schon platt gemacht. Ja, oh, komm, ist halt fies, ehrlich. Hm? So, okay, ich finde gerade diese Einstellung so geil. Ich will unbedingt solche... Ich habe heute solche Dinger gesehen. Stiefel? Nee, solche Strumpfhosen. Ah. Du? Ja. Nein. Geh mir zusammen Strumpfhosen kaufen. Oh ja. Juhu. Da sage ich doch nicht nein. Es gibt welche, die sind pink und schwarz. Es gibt welche, die sind blau und schwarz. So ganz neon sind. Okay. Ja. Habe ich heute gesehen, aber die... Fliege? Ich möchte an dieser Stelle klar darauf hinweisen, dass ich großen Respekt davor habe, dass er so gut spielt. Ja, danke. Alter, ich weiß. Stopp. Ich will mir diese Dinger angucken. Das sind, Enten. Das sind... Das waren Enten. So, warte mal, wir gucken mal kurz hier. Also. Wir können die Dinger also... Ey, das ist ja geil. Was macht ihr mit uns? Wir können die Blumen zerstören. Also wir können da reingehen, wenn wir klein sind. Und dann, wenn wir loslassen, dann explodieren die. Aber ich gehe sowieso erstmal hier lang, bevor ich den anderen Pfad lang gehe mit dem Hebel. Weil hier liegt natürlich wieder irgendwas. So, das machen wir platt. Wieso bist du noch klein? So, jetzt Moment, bin ich Moment. Wieso bist du gerade klein geblieben? Keine Ahnung. Weil ich noch so halb im Gang drin war, glaube ich. Weil hier drin bleibt man ja klein. Ja, hier drin bleibt man klein, aber draußen bist du auch nicht groß geworden. Geh mal raus und guck, ob du groß wirst. So, ja, bin gerade dabei. Oh, ja. Ja. So, gut. Hier haben wir nix. Da war gerade was in der ich will das anfassen. Den Hebel. Das Ding würde ich nicht anfassen, unbedingt. Den Hebel? Das Zahnrad. Och. Wie nett. Irgendwie finde ich die jetzt nicht mehr süß. Na? Oh, ein bisschen kopflos heute.